Wir fahren 300 Fußkilometer von Magdeburg nach Hamburg in 50 Jahre alten Faltbooten. Das ist Teil 2. Tag 3 beginnt. Tag 2 war ja wieder ein bisschen durchwachsen. Aber er ist wieder da. Ja. Heute kommen wir früher los. Challenge 3 ist auch schon am Start. Gucken wir mal. Wenn er lief. Oder wie ich immer sage, Wasser ist Lebbe. Nach nur 2 Tagen ohne Wasser könntet ihr schon Neptun auf dem Grund besuchen. Daher rate ich euch, baut mal einen vernünftigen, funktionstüchtigen Wasserfilter. Er sollte aus überwiegend natürlichen Materialien bestehen. Ist für euch aber bestimmt kein Problem. Viel Glück und Prost! Prost! Uff! Ja, okay, ja. Einmal zu Lidl. Wasserfilter kaufen. Heute Abend dann wieder. Wenn wir heute Abend Feuer ankriegen, ja. Das müssen wir heute Abend machen. Ja. Den Wasserfilter bauen. Also, bei Lidl. Flasche und alles rum. Ja, genau. Na gut, aber das kriegen wir hin. Aber das ist das erste Mal jetzt herausfordernd. Das ist herausfordernd. Mhm. Gut. 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 Alter, und wie das ein perfekter Adler ist. Ja? Ja, guck dir das Vieh an. Könnt ihr nicht sehen. Aber dahinter blenden wir vielleicht ein. Ein riesiges Mistvieh von einem Adler. Das gibt es ja gar nicht, dass ich das noch sehen kann. Oh ja, das ist ja auf der Flagge. Ja. Staffel! Man sieht das hier bis wahrscheinlich gar nicht, aber es ist ordentlich windig. Gerade bei dem Mutterschiff macht sich das doch ganz schön bemerkbar. Mal schauen, es ist waldiger wird, wird es wahrscheinlich etwas besser. Ansonsten wird es anstrengend. Unser nächstes Ziel war Tangermünde, um Wasser und Vorräte aufzufüllen. Unterwegs fiel uns allerdings eine kleine Lücke im Plan auf. Was siehst du? Wenig. Buddy! Heute ist Sonntag. Wenn es ein Leben, der am Sonntag offen hat. Scheiße. Immerhin ließ der Wind langsam nach und Tangermünde entpuppte sich als echt hübsche alte Burgenstadt. Sightseeing mit Barfuta. Knotenkunde mit Money. Ja! Hallo, mein Knoten ist der Henkersknoten. Machst du eine Schlaufe? Dann nimmst du hier ordentlich Schnurrüse, nimmst den so, quasi zwei Loops. Ne, warte mal, bin ich jetzt völlig bescheuert? Ah ne, doch gar nicht. Ja, du machst die zwei Loops und dann gehst du hier immer so rum. So, so. Wiederholung nach Belieben, ja? Ja, sicher. Je nachdem, wer das nachher wieder abmachen muss. So, und dann zum Schluss schlupfst du den hier durch und dann hast du hier einen Knoten, der sich von alleine festzieht, wenn du dran ziehst. Kannst du Leute mit weghängen oder auch runde Objekte sichern. Und wenn du das Typen wieder raus hast, ist er wieder frei. So einfach gelöst. Der Henkersknoten. Durch den ungeplanten Laufweg zur Tanke wurde unser Aufenthalt zwar mal wieder länger als geplant, aber die Pause tat gut und wir haben trotz konstantem Gegenwind mehr Kilometer zurückgelegt als den Tag zuvor. So, der erste Tag richtige Tour, über 40 Kilometer und haben jetzt unser Lagerplatz gefunden. Ziemlich schicken, hier an der Landzunge.
Prinzip haben wir hier unseren eigenen kleinen Hafen, unsere kleine Bucht, wo die Boote rein können. Dann Feuer machen, Challenge machen, müssen auch einen Filter bauen, aber dafür müssen wir jetzt erstmal ganz viel Holz abbrennen. Das Geile ist, dass wir einfach in jeder Bucht hier an so einer Sandbank vorbeikommen und auf einigen ist dann dieses perfekte trockene Schilf hier, was man anfeuern kann. Den haben wir gefunden, der wird verfeuert. Und da ist auch ganz viele Äste. Es ist relativ früh, es ist noch nicht mal 8. Das heißt, wir haben jetzt noch ganz viel Zeit. Da kommt der Buddy. Und am Baum gerade. Nachdem wir das Lager aufgebaut hatten, gab es ein Feuerchen, was zu essen und ein Filter musste gebaut werden. Ich weiß nicht, wie geil man das jetzt erkennt von hier. Oben haben wir groben Sand, haben wir ein bisschen gebuddelt hier am Strand. Darunter haben wir Steine, die sind leider auch schwarz, die Schicht. Und darunter haben wir Kohle. Das hat hier gemacht. Genau, das hat ein bisschen länger gedauert. Dann kommt da ein Tuch drauf, drunter. Ja, perfekt. Wieso ist es? Es soll doch dreckig sein. Es soll dreckig sein. Also trinken wir was, aber nicht. Nee, wir gucken nur, dass es jetzt... Ja, es ist auch... Na gut, es ist auf jeden Fall gut verunreinigt. Alles, was so an Sand und Sedimenten-Scheiß mitgeht. Kann man sehen, wie das durchläuft. Ja, da kommt schon. Geht viel zu schnell. Ja, aber die, guck mal, die ganzen Schwebstoffe haben wir zumindest raus. Das ist ja damit ja schon mal ein Filter, theoretisch. Ja, also wir filtern auf jeden Fall. Ja. Das läuft und deutlich schneller als erwartet. Ja, deswegen, das ist auch nicht gut. Also du hast auf den ersten Blick keine Schwebeteilchen. Keine Teilchen da drin. Ja, wir gucken uns das morgen früh nochmal an. Jetzt sieht man das eh nicht so gut. Aber ich würde erstmal sagen, das ist doch bestanden, oder was? Gefiltert ist es. Filter. So, gucken wir doch mal heute Morgen. Naja. Auf jeden Fall besser als vorher, würde ich mal behaupten. Das jetzt, also man könnte es bestimmt trinken, wenn es jetzt nicht, weiß ich nicht, Elbwasser, weiß nicht, ob ich das saufen will. Aber es ist gefiltert. Auf jeden Fall besser aus als vorher. Ja. Siehst du? Na dann. Nein. Das ist ja auch eine Menge Entenscheiße hier. Bisschen. Heute ist Ziel was? Wittenberge? Mindestziel ist Wittenberg, ja. Das ist was? 40? 36 Kilometer. 36, ja, das schaffen wir easy. Ja. Der Strom ist gut. Aufbruch. Ist da, Stoffel? Ja. Pablo Bello. Da ist er, ja. Ajo. Guten Tag. Moin schön. Moin schön. Also, in Schweden wird zum Mittsommer ja schön um Blumen getanzt. Hier in Norwegen werden richtig dicke Lagerfeuer abgefackelt. So wie das hier hinter mir, ne? Das sind die sogenannten Tönnebollets, so ähnlich wie bei den Osterfeuern bei uns, dass die Hexen vertrieben werden und eine gute, fruchtbare Jahreshälfte eingeleitet wird. Eure Aufgabe ist jetzt heute, auch mal ein schönes Feuer zu machen.
Und zwar nur hiermit. Da. Kennt ihr. Kleiner Tipp. Nö, gibt's nicht. Viel Spaß. Oder was war das? Nee, das war hier das vom Klipper, nur der Ritscheratsch. Nur der Ritscheratsch? Ja, halt statt Feuerstahl. Also quasi mit Feuerstahl. Ja. Ja, ist da einmal ein Gaskocher? Hat er nicht gesagt, das ist richtig. Ja, mal gucken. Ja, wir haben Zeit. Wird auf jeden Fall schwerer. Er zieht an. Er zieht ein bisschen an, ja. Tanz mit Blumen und Lagerfeuer. Genau, das. Hauptsache verspätet. Wir haben ja keinen Kalender hier, ne? Wir müssen wissen, wann Mittwoch ist. Wir wissen ja nicht mal, welcher Wochentag ist. Ich habe echt überlegen müssen, wie lange wir schon unterwegs sind gerade. Scheint erbarmungslos. 23 Kilometer haben wir fast. Aber jetzt fängt es gerade richtig an zu braten. Hier schon komplett eingepackt. Matosch ist eingepackt. Also der Fluss läuft gut. Aber jetzt so richtig paddeln. Schon eklig. Wird einfach nur gebraten. Alter, das kommt nicht ganz schön durch, ey. Nach einer sonnenbedingten Zwangspause und dem hoffentlich letzten Einkauf begann die Suche nach einem Schlafplatz. Der vierte Tag geht zur Neige und wir haben jetzt gleich die 50 Kilometer geschafft, die wir unbedingt schaffen wollen, mindestens einmal. Wir haben jetzt halt heute wieder eine etwas längere Pause gehabt, weil wir uns gegenseitig nicht zugehört haben und deswegen zweimal zur Netto laufen mussten. Aber so ist das, sonst könnten wir auch mehr als 50. 55 sind dann locker drin. Noch eine Stunde früher los, 60, easy. Bis eben war hier noch überall Naturschutzgebiet. Wirklich idyllisch, man hört nichts eigentlich außer die Tiere. Überall schnattert's, keine Straßen, nichts. Hier sind jetzt wieder überall Angler. Das heißt aber auch für uns, wir können ja gut pennen. Weil wir hier jetzt gerade nichts zu tun haben, weil es doch wunderbar windstill ist. Ich wollte jetzt einfach mal zeigen, wie mein Boot gepackt ist, so ein bisschen. Also, hier sitze ich hinten. Hier haben wir die Kühltruhe, die jetzt gleichzeitig meine Rückenlehne ist, weil die Rückenlehne immer rausfällt. Ich wüsste auch nicht, wie man dieses Boot ohne Kühltruhe fahren sollte, weil die Rückenlehne mal rausfällt. Dann haben wir hier das Handtuch zum Trocknen aufgehängt. Feuergeschichten, die kann man hier super transportieren. Hier ist die Leine drüber gespannt. Nachts kann man die super verwenden, um die Plane, die ich hier immer drüber liegen habe, zu spannen. Dann kommt da keine Feuchtigkeit rein, so gut wie gar keine. Das funktioniert super. Ich habe hier den ganzen Tag über die Beine. Wer diese Folien kennt, wenn man da Sand drunter liegen hat oder so, weiß, dass die irre heiß werden können. Aber es geht tatsächlich. Das Boot fühlt sich richtig toll an zu rudern. Kein Ruder dran, weil ich nicht wusste, wie die Ruderanlage aufzubauen ist. Die ist selbst gebaut vom Vorbesitzer. Ich habe nicht mit ihm darüber gesprochen. Ich vermisse sie auch nicht. Also so wendig wäre das Boot nicht. Und dadurch, dass wir jetzt auch keinen Wind mehr haben, super. Und ja. Ja, ihr solltet das Ruder abnehmen. Ja. Okay. Der Kassi weiß schon stehen. Oh, Tag 3 auch ziemlich beendet. Wie viele Kilometer haben wir jetzt genau? 50.188 Meter. Das ist halt echt nicht viel, ne? Die Challenge fehlt natürlich noch. Wir haben hier wieder trockenes Schilf. Hier haben wir Wolle gefunden, haben wir alles hier gesammelt. Jetzt haben wir unten die Wolle, das Schilf oben drauf. Und wenn das glüht, hauen wir das rauf.
pusten und dann sollte es an sein. Ich glaube, mit dem Clipper, du kannst so ein bisschen von diesen Spänen runterreiben. Vorsichtig, einfach da so rauf. Dann hast du schon gleich so ein bisschen Kram. Ja. Oh, da war schon gut. Oh, ja, 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 ja. Manni, was hast du dir dabei gedacht? Oh Gott. Tauschen? Ja, lass mal kurz tauschen. Halt, du kannst halt nicht geil anfassen. Mann! So lange halt. Ja, guck, das bleibt einfach nicht auf. Alter, wenn das Ding so einen Funken macht, dann das Ding halt einfach nicht jung, Alter. Ah, geht doch. Da kommt der eine von denen. Mhm. Ist gut. So, ich glaube aber, wir kriegen das gerettet und wir auch hier nicht unendlich lang machen. Wir haben Feuer gemacht. War jetzt nicht mit dem Clipper, aber. Selbe Prinzip. Selbe Prinzip in groß, aber hier ist es auch klamm und mehr Ausreden habe ich nicht. Challenge, drei Viertel geschafft. Ja, nee. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, auf jeden Fall. Kaching! Oh, wird mal wieder Zeit für so eine Kaching-Aktion. Ja.